Moin, Servus und Bonjour, liebe Angelfreunde. Herzlich willkommen bei MX Fishing Germany. Freunde, schaut mal, wo ich bin. Ich weiß, man erkennt noch nicht viel. Da steht Metz. Dort haben wir Flaggen. Gehen wir jetzt mal ein bisschen näher, schauen wir uns mal an, was das für Flaggen sind. Und zwar, ja, sieht man das? Sieht man das? Da steht drauf World Street Fishing, liebe Freunde. Heute haben wir den Samstag, Anfang Juni. Wer die genauen Termine wissen möchte, dann schaut einfach mal im Internet nach. Ja, Freunde, und wir sind heute und morgen in Metz, in Frankreich, und nehmen teil an der Weltmeisterschaft im Streetfishing. Also, Hecht, Zander, Barsch, Döbel und Rapfen werden gewertet. Es gibt Mindestmaße, die in die Wertung gehen. Ansonsten zählt jeder Zentimeter ab dem Mindestmaß sozusagen. Also mit dem Mindestmaß plus alles, was ihr drüber fängt, zählt als Punkte. Und drunter zählt es natürlich nicht. Ja. Es ist ein cooles Event. Ich bin jetzt schon das dritte Mal diesmal dabei. Sonst war ich immer in Holland, in den Niederlanden unterwegs, auf dieser Meisterschaft. Aber jetzt ist das Ganze dieses Jahr in Metz in Frankreich. Das Ganze ist nur 250 Kilometer von mir entfernt, im Gegensatz zu den Niederlanden. Ja, und da haben wir natürlich die Chance ergriffen, uns registriert und möchten probieren, Weltmeister zu werden im Streetfishing. Natürlich kann ich nicht nur Teichforellen fangen, Freunde. Alle anderen Räuber fange ich auch unheimlich gerne. Und ich hoffe, mit meinem Teampartner, dass wir heute überhaupt irgendwas fangen können. Weil die Konditionen sind natürlich nicht einfach. Wir haben heute bis 28 Grad Temperatur, sonnig. Wir haben Glück, dass ein bisschen Wind geht. Also ihr könnt euch dann den Fahnen mal angucken. Es ist so ein lebhafter Wind von ca. 20 Kilometer die Stunde, also ein angenehmer, warmer Wind. Was natürlich besser ist, als wenn es komplett still wäre. Ja? Und ja, Freunde, alles, was bei uns heute klappt oder nicht klappt, seht ihr natürlich in diesem kurzen Video. Oder es werden wahrscheinlich mehrere Videos sein, weil ich möchte natürlich die zwei Tage filmen. Wir müssen noch die Registration durchführen, also uns melden. Noch ist hier Stillstand. Wir sind ein paar oder eine Stunde zu früh gekommen, sagen wir mal so. Extra, dass wir auf jeden Fall nichts verpassen. Und wie gesagt, schaut einfach rein und wir probieren auf jeden Fall das Beste aus heutigen und dem morgigen Tag zu machen. An der Weltmeisterschaft im Streetfishing 2023. So, Freunde, was die Regeln angeht, wie schon gesagt, es werden nur 5 Fischarten gewertet. Das ist der Zander, Barsch, Hecht, Rapfen und Döbel. Die haben verschiedene Maße, also unterschiedliche Wertungsmaße, sage ich mal, ab einem bestimmten Maß wird ein Fisch gewertet, zum Beispiel der Barsch ab 25 cm und höher. Alles, was drunter ist, geht nicht in die Wertung. Dann, was das ganze Turnier angeht, was die Kosten angeht, ich weiß, es gibt sehr wenige Videos, wo man das Ganze sehr genau erklärt, aber ich kann euch sagen, pro Teilnahme Einzelwertung, das heißt, wenn ihr einfach nur teilnehmen möchtet, kostet das Ganze 80 Euro. Wenn ihr im Team fischt, also zwei Leute, ein Team, kostet diese Paarung, Teampaarung, kostet plus 20 Euro, das sind dann 100 Euro pro Person. Und dann gibt es noch mehr Kosten, wenn ihr einen bestimmten Sponsor vertretet, wenn ihr bestimmte Links einfügen möchtet auf der offiziellen Seite, kostet das Ganze natürlich mehr. Ab diesem Jahr ist auch ein bestimmtes Umweltprogramm am Start, an dem man auf jeden Fall Pflicht ist, teilzunehmen. Also es ist Pflicht, teilzunehmen. Das geht darum, dass man an einem Ufer, egal wo ihr an einem Ufer Müll sammelt, ein kurzes Video oder Fotoreport schickt mit dem Link World Street Fishing und erst dann könnt ihr teilnehmen. Es gibt dann noch die andere Möglichkeit, ihr könntet auch einfach 20 Euro spenden in diesen Pool, in diesen Umwelthilfepool, sage ich mal, und dann braucht ihr keine Post zu machen, keinen Müll zu sammeln. Das haben wir auch gemacht, weil wir einfach zeitmäßig nicht so viel Zeit gehabt haben. Wir spenden einfach jeweils 20 Euro, damit wir diese einfach von der Zeit nicht schaffen, diese Videos zu machen und diese Posts zu machen. Ja, ansonsten sind die Regeln so, dass jeder Fisch Catch and Release, also fangen und freilassen, gefangen werden muss. Und
Es ist auch so, dass wir ein Foto- und ein Videoreport von dem Fang machen müssen. Es gibt eine App, die heißt Angling Live, und wir posten sozusagen live unsere Fänge und machen dann auch ein kurzes Video, wie wir den Fisch freilassen, dass der Fisch auch geschont freigelassen wird und dass der Fisch auch überlebt hat, dass er von alleine wegschwimmen kann. Erst dann werden die Fänge gewertet. Also man muss dann seine Teilnehmerkarte sozusagen einfügen. Auf dem Bild muss das Ganze zu sehen sein, die Teilnehmerkarte, auf dem Maßband, auf dem Bild. Ansonsten, was den Fang angeht, die Verwertung des Fangs passiert alles auf einer Matte, eine Unterlegmatte oder Abpackmatte auch genannt. Und der Fisch, wenn er den Boden berührt, wird dann nicht gewertet. Das heißt, er darf den Boden nicht berühren. Jetzt haben wir auch noch hier musikalische Unterstützung bekommen. Ich hoffe, ihr könnt mich immer noch verstehen. Ja. Wenn ihr die ganzen Regeln nachlesen möchtet, von allein nachlesen möchtet, euch das Ganze reinziehen wollt, dass ihr vielleicht auch mal teilnehmt, also jeder kann da teilnehmen, es gibt keine Vorqualifikation, sondern das Ganze ist offen für jeden, der das Ganze probieren möchte, im Streetfishing-Style Fische zu fangen und vielleicht ein Weltmeister im Streetfishing zu werden. Ja, ich verfüge einen Link ein unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr nochmal auf der offiziellen World Predator Classic Seite sozusagen nachschauen, worum es geht, wie man dort fischen muss, wie die Wertungen sind. Ich kann nur sagen, es ist kein einfaches Event. Im Metz ist ein nicht einfaches Gewässer. Also es gibt hier verschiedene Strukturen, Gewässer und so weiter, mit kleinen Kanälen in der Stadt, mit schneller Strömung, mit einer mäßigen Strömung. Es gibt den Mosel, den Hauptfluss mit ein paar Abschnitten. Die Zone, die Angelzone fürs Event natürlich begrenzt auf bestimmte Plätze, dass man natürlich nicht überall fischen darf, das muss man auch beachten. Und es ist ein schwieriges Gewässer inwiefern, es gibt viel Fisch, es gibt viele verschiedene gute, große Fische, aber es herrscht hier ein unheimlicher Angeldruck. Allgemein das ganze Jahr über, von den Einheimischen, von den Touristen und so weiter, wird hier sehr, sehr viel gefischt, auch mit Kunstködern. Deswegen ist das Fischen hier nicht einfach, muss man bedenken. Vor allem im Sommer, jetzt bei diesen Temperaturen, plus 26, 28 Grad. Ihr könnt euch vorstellen, wie sich der Fisch bei diesem Wetter fühlt. Wir probieren es natürlich trotzdem. Wie gesagt, wir zeigen euch alles, was klappt oder nicht klappt. Wahrscheinlich auf mehrere Videos verteilt. Ja, Freunde, schaut einfach zu und ich wünsche euch viel Spaß. Everybody under the desk, come up closer, because we're gonna talk about the how to make the photos, rules. If you have any questions, we're gonna answer them now before the start of the competitions. So you don't gonna make, probably gonna make, not make any mistake. So come up closer, closer, don't be shy, we have still 20 minutes to start, so come up closer. We're gonna make the presentation for you, how to make correctly the photos. So I think it's kind of important for every fish which is valid for the final score. Okay, so after the start, you get the fish, you have it in the net. The first, what you need to do? First, you have unhooking mat. We heard some one of you don't have it. No. Big one. Big one. Someone want you don't have it. Well, what is required when you walk together with your colleague or with the other teammate? You can share one between us, between you each other. So for each fish, and you make photos, it's required. So that's really important. It was on the rules. When you read the rules, then you know it. It was required. So after the first fish, you catch the fish, you are preparing the mat, unhooking mat. Then you put the official measure mat, which is provided today at 2 o'clock. You receive it from the small star pack with the ID cards and everything. So you laying the fish, Adrian, you can stand to the guys. So we're gonna make it from your point of view. You are in front of the fish. You lay down the fish, left side to the beginning of the measurement, which is fish, the belly of the fish is up to you. So you are in front of the fish, you make it head to the plastic line, then you put ID, every one of them you get this ID. In this ID you have space where you can scribe your number on the list, this is important, number on the list, name and last name. And that is required to have it on photos, okay? For everybody, this part is clear. Yeah. Then you have first photo. This photo, perfectly done. You all, the one more thing, you're not gonna put hands any near the head or any near the end of the fish. That we need to see beginning. You can hold it from the, on the middle. Also, pay attention that there is no blood on the fish. This is also really important.
So the first picture is done. Now everybody of you receive the green wristband. Everyone, easiest way. You grab the fish, head of the fish in the right hand, then it's always left side to us, to photos, to photos. Not like that. Not like this, not not straight, vertical, horizontal, head of the fish in the right hand. That's everything clear for you now on this stage. So Freunde, die Registration ist beendet. Wir haben uns jetzt erfolgreich registriert und ja, bei der Registration bekommt ihr hübsche Geschenke, zeige ich euch gleich, von verschiedenen Herstellern, Sponsoren von diesem Event, und ihr bekommt auch den Angelschein oder die Angelerlaubnis, die ihr natürlich auch unterschreiben müsst, bestätigen müsst. Kostet 1 Euro von der Teilnahme. Also falls ihr euch fragt, ob ihr eine Lizenz braucht zum Fischen in Frankreich für dieses Event, das Ganze wird automatisch vom Organisationsteam gemacht. Das heißt, ihr müsst keinen extra Schein kaufen, wenn ihr an diesen Turniertagen, an diesem Turnier fischen wollt. Ja? Ich denke mal, ist verständlich. Außerhalb der Turnierzeit müsst ihr natürlich einen Schein erwerben für die französischen Gewässer. Ja? Ganz klar. Und ich zeige euch mal, was wir gekriegt haben. Also wir haben schon ein bisschen was in die Boxen verstaut, aber könnt ihr mal schauen. So Freunde, was haben wir gekriegt? Also wir haben im Endeffekt, ich guck mal, ob der Kollege schon alles verstaut hat. Ja, der Kollege hat jetzt schon alles verstaut. Also die meisten Köder haben wir jetzt schon reingeschmissen in die Boxen. Wir haben zum Beispiel so coole Kappen gekriegt von Quantum. Dann haben wir verschiedene Gummiköder bekommen, so Creature Baits, ein bisschen Minnows. Ja, Vibro-Schwänze im Endeffekt. Von Quantum Spinmat haben wir Tailspinner bekommen, also solche hübschen Tailspinner, verschiedene Modelle. Wir haben die jetzt schon ein bisschen in die Boxen geschmissen, wie gesagt. Aber es gibt natürlich ein Geschenkepaket für jeden Teilnehmer, was auch einiges an Wert ist. Also wenn ihr euch fragt, wieso die Teilnahme so teuer ist, da sind Geschenke dabei noch, Freunde, natürlich. Ne? Ja, wie gesagt, so Chatterbaits gibt es dazu, die kosten dann auch so um die 5, 6, 7, 8 Euro pro Stück, je nach Laden. Und ja, endlich ein gutes Willkommensgeschenk, kann man auch alles hier nutzen natürlich, außer natürlich diese ganz schweren Sachen. Denn die Strömung ist hier jetzt nicht so übelst hart und man muss auch nicht weit werfen, dass man zum Beispiel 10, 12 Gramm benutzt. Wir fischen überwiegend mit 5 bis 8 Gramm, also 3, 5, 7, 8 vielleicht. Maximum 10 Gramm, und das ist dann schon extrem weit geworfen, sagen wir mal. Braucht man es nicht, aber schöne Geschenke dabei, coole Sachen, haben jetzt teilweise in die Boxen geschmissen. Ja, sehr coole Sache auf jeden Fall. 3, 2, 1, go, go, go! Sì, sigami. È il meglio. Zu klein. Ja, okay. Не знаю, с хвостом он будет. Viel zu klein. Все пробовать? Да что, увидите, вот тут двадцатка нет. Zu klein. Тёма. Thank you.
Freunde, der erste kleine Hecht, leider untermassig, weil die Hechte ab 60 zählen. So, Freunde, es sieht nicht gerade rosig für uns aus. Ich weiß nicht, was die anderen fangen, aber wir haben jetzt schon so gegen 18 Uhr. Um 15 Uhr haben wir angefangen. Im Endeffekt fischen wir schon seit 3 Stunden. Und bisher habe ich nur einen kleinen Barsch, der jetzt nicht in die Wertung kommt, weil er zu klein ist, und einen kleinen Hecht von ca. 45 cm. Habt ihr ja gesehen. Aber es ist eine unheimlich schwere Angelei jetzt. Es ist heiß. Das Wasser ist heiß. Wir haben Polenflug. Wir probieren alles Mögliche, aber bisher sieht sehr, sehr schwer aus. Sogar die Schattenplätze, die Brückenplätze, die tieferen Löcher, alles, wo ein Fisch stehen könnte, ja, also verschiedene Fischarten, verschiedenste Räuber haben wir jetzt probiert, aber mit maßigen Fischen, die jetzt in die Wertung kommen, sieht es leider ein bisschen schlecht aus. Jetzt warten wir auf den Abend. Wir hoffen, dass beim Sonnenuntergang vielleicht das Ganze sich etwas besser gestaltet, was das Fischen angeht. Dass wir vielleicht ein bisschen größere Fische fangen und ein bisschen mehr Frequenz reinbekommen. Aber bisher wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Wirklich unheimlich schwer. Und ja, nichtsdestotrotz macht es natürlich unheimlich Spaß, bei so einem großen Event, einem Weltmeister-Event dabei zu sein. Und wir sehen auch viele Fische. Wir sehen auch Rapfen. Da ist gerade ein riesengroßer Rapfen oder ein Hecht oder irgendwas gesprungen. Also Fische sind da. Aber sie wollen die Köder einfach nicht essen. Ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht sieht es auch nur bei uns so aus. Vielleicht tun wir jetzt die ganze Zeit irgendetwas falsch machen. Das kann auch natürlich sein, weil in Metz bin ich jetzt das dritte Mal überhaupt heute mit eingeschlossen. Ja, wir probieren es weiterhin natürlich. Wir geben nicht auf. Wir fischen auch sehr schnell. Ich muss sagen, so 15, 20 Minuten am Spot höchstens. 5-6 Würfe mit verschiedenen Ködern immer wieder wechseln, also sehr, sehr, sehr schnelles, dynamisches Fischen. Wir arbeiten einen Spot eigentlich nicht so lange aus, weil wir haben jetzt gemerkt, wenn ein Fisch da ist, wenn es jetzt selbst ein kleiner Fisch ist, dann hat man ihn innerhalb von 2-3 Würfen. Und wenn man jetzt zu lang am Spot bleibt, kann man natürlich sehr viel Zeit verschwenden und gute Plätze eigentlich nur verpassen. Ja, so sieht's aus. Und die Route, mit der ich heute fische, wollte ich euch auch vorstellen. Das ist die Azura Vesta. Richtig schönes Rötchen. 1 bis 14 Gramm. 2,38 Meter lang. Also ein richtig schönes langes Stöckchen mit einem festen Rückgrat. Diese Route wurde speziell fürs Jigfischen geschaffen. Im Wurfgewichtbereich natürlich. Und diese Route hat einen Short Solid, also einen kurzen Solid-Tipp. Damit ihr beim Jigfischen richtig schön den Bodenkontakt mitkriegt, ihr kriegt richtig schön Bisse, Zupfer, selbst von kleinen Grundeln auf großer Distanz kriege ich eigentlich richtig schön die Zupfer mit. Ein richtig hübsches Design, wie ich finde, also so Goldparts, Messingparts, schwarz mit EVA, richtig, richtig cool. Diese Route wurde auch aus einem hochwertigen modularen Blank gebaut in verschiedensten Schichten, also Layouts. Also mir macht es richtig Spaß und die Route wiegt ja unter 90 Grad, würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau, aber richtig, richtig schöne Route. Ich fische jetzt die ganze Zeit schon damit auf Barsche und so weiter. Ja, also alles, was mit Jig zu fangen ist, in dem Wurfgewichtbereich, wie gesagt, nochmal. Und ich kann damit den ganzen Tag fischen. Richtig, richtig leicht ist die Route. Macht natürlich auch viel mehr Spaß, dass man nicht so schnell müde wird natürlich, ja. Ich habe jetzt eine 2500er Rolle drauf und die Schnur ist auch von Azura. Das ist die vierfach geflochtene Safina geflochtene Schnur und zwar in 05 PE. 04 wäre zu wenig, 06, 08 wäre ein bisschen zu stark, wegen der Strömung, wegen dem Wind auch. Ja. Und wir fischen meistens so um die 5, 6, 8, 10 Gramm maximal. Ja. Da braucht man jetzt nicht bei dem fast stehenden Wasser jetzt keine richtig dicke Schnur, es sei denn, man hat es vielleicht auf große, große Hechte abgesehen, die es hier natürlich auch gibt. Aber wir wollten eigentlich mehr Masse machen, ja? Also nicht so viel vereinzelte große Hechte fangen, sondern vielleicht eher Strecke machen mit
zählbaren, maßigen Fischen, aber dafür halt ein bisschen mehr von den Fischen auch, ne? Also nicht zu wenig. Ja, klappt bisher endlich nicht so gut. Aber wie gesagt, die Wetterverhältnisse sind sehr, sehr mies und viel Sonne, keine Wolken am Himmel. Das Wasser ist ein bisschen trüb und das ist schon ein bisschen Glück, sage ich mal, dass das Wasser nicht zu klar ist. Aber wie gesagt, mit den Fischen läuft es jetzt sehr, sehr, sehr zackhaft. Vor allem maßige Fische können wir jetzt nicht überlisten. Und was die anderen Teilnehmer angeht, natürlich wissen wir nicht, was sie gefangen haben, aber was wir jetzt so bisher beobachtet haben, wir haben keinen einzigen Teilnehmer, den wir beobachten konnten, einen Fisch fangen sehen. Ich habe doch einen, habe ich gesehen, der eine Grundel gefangen hat. Und das war's. Also sieht es bei anderen anscheinend auch nicht so schön aus. Aber ich weiß nicht wirklich, es kann sein, dass es vielleicht doch besser aussieht. Wir schauen mal. Und jetzt machen wir auf jeden Fall weiter. So, Freunde, der erste Tag des Events neigt sich dem Ende zu. Wir haben jetzt nur noch eine halbe Stunde circa. Da müssen wir an den Treffpunkt kommen. Ansonsten gibt es Abzug, wenn wir zu spät kommen. Ja, ratet mal, was wir noch alles gefangen haben. Richtig, gar nichts mehr. Ich hatte einen Aussteiger von kleinen Döbel. Ein paar Fehlbisse hatten wir jetzt noch gehabt. Aber ansonsten nichts mehr. Wie gesagt, das Wetter heute tagsüber war nicht optimal oder richtig schlecht. Von 80 Leuten, das letzte Mal, was ich reingeguckt habe in die Wertungstabelle, haben nur 7 etwas gefangen und sind damit in die Wertung gekommen. 7 Leute von 80, Freunde. Könnt ihr euch das vorstellen? Richtig, richtig fies. Wir sind leider nicht dabei, aber morgen haben wir noch einen halben Tag. Morgen fischen wir von morgens bis mittags und ja, wir probieren es nochmal auf jeden Fall, aber für heute verabschiede ich mich auf jeden Fall, mache jetzt noch ein paar Würfe, die letzten 10-15 Minuten und dann geht es erstmal an die Basis, Kärtchen abgeben für heute, unsere Nullen abgeben, ja, leider heute nur kleine Fische, die nicht in die Wertung kommen konnten. Hoffen wir das Beste für morgen. Drückt uns die Daumen. Moin, Servus und Bonjour, liebe Angelfreunde. Willkommen zum Teil 2 unseres Videos und natürlich unseres Wettbewerbs Weltmeisterschaft in Streetfishing. Heute geht's morgens los, nicht wie gestern erst mittags in der prallen Hitze und in der schwersten Kondition. Diesmal geht es morgens los, also wir warten jetzt auf die Registrierung für den zweiten Tag und für den Start des zweiten Tages. Eigentlich soll es heute recht schnell gehen mit der ganzen administrativen Sache und ja, wir warten jetzt erstmal noch eine halbe Stunde, dann geht's los. Ja, wir stehen hier an diesem wunderschönen kleinen See, der eigentlich einen Eingang hat von der Mosel, vom Hauptfluss. Und geht dann langsam über in diese ganzen Kanäle, die durch die Stadt führen, wo die ganzen hübschen Barsche und andere Fische drin leben. Ja, wir probieren heute auch auf jeden Fall mal die Stadt. Gestern haben wir die Stadt komplett außer Acht gelassen, was auch natürlich ein Fehler war, sehen wir jetzt auch ein, weil viele, viele schöne hübsche Barsche und Döbel und auch, ich glaube, einen Rapfen, gestern wurde auch ein schöner Rapfen gefangen, war alles in der Stadtgegend. Wir waren eher außerhalb der Stadt unterwegs. Und haben hier auch an diesem See ein bisschen gefischt und eigentlich muss ich sagen, haben wir sehr, sehr dynamisch gefischt. Ja, weil das Gewässer ist nicht klein, also diese Angelzone ist nicht klein. Wir hatten nur 6 Stunden Zeit zum Fischen und man muss sozusagen probieren, so viele Stellen wie möglich abzufischen, um die Fische aktiv zu suchen. Natürlich auch mit wenigen Würfen, verschiedenen Ködern muss man dann an einem Platz 15-20 Minuten verweilen. Und wie die Ergebnisse auch gezeigt haben, wir haben auch mit den anderen Anglern geredet, die meisten Fische wurden innerhalb von der kürzesten Zeit gefangen, wenn man an den Spot angekommen war. Das heißt, die ersten 2-3 Würfe, der Fisch war dran. Danach hat man dann die Zeit verplempert, sage ich mal. Ja. Man müsste eigentlich weiterlaufen, aber viele sind dann da geblieben. Man probiert dann noch 1-2 Stunden hinterher zu angeln, aber die Fische waren halt nicht mehr da, sondern nur vereinzelte Fänge. Wie es halt so oft ist beim Streetfischen. Ja, man muss viel, viel Strecke machen, viel probieren, viel laufen. Dann klappt es auch. Ja, wir hoffen auch, dass es bei uns heute klappt.
Hoffentlich kriegen wir überhaupt einen Wertungsfisch, weil gestern hatten wir nur kleine Fische, die nicht gewertet werden könnten. Und ja, Freunde, es geht bald los und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Drückt uns wieder mal die Daumen. Es geht bald los. So, Freunde, ich grüße euch hier aus dem Schatten unter den Bäumen. Nur hier lässt sich das Ganze jetzt richtig schön aushalten. Das Wetter ist so wie gestern, richtig schön warm. Wir haben Hitze, viel Sonnenschein, ein bisschen Wind. Aber es ist sehr, sehr heiß. Der Luftdruck ist dementsprechend sehr hoch. Die Fische sind sehr launisch. Ich habe jetzt gesehen, wie die französischen Kollegen einen Hecht gefangen haben. Auf dem großen Swimbait hier im flachen Kanal, aber der war leider auch zu klein. Und das war es eigentlich schon, was wir jetzt innerhalb von 2 Stunden gesehen haben, was gefangen wurde. Also es wird wieder mal wieder nicht viel gefangen, recht wenig, was sehr schade ist. Gestern am ersten Wettbewerbstag haben von 80 Leuten nur 17 Leute was gefangen. Also was man zählen konnte, sage ich mal. Ja, also wahrscheinlich wurde ein bisschen mehr gefangen, aber zählbare Fische, die in die Wertung eingehen, waren nur bei 17 Leuten dabei. Das könnt ihr euch mal vorstellen, wie die Konditionen sind. Wir haben jetzt auch alles durchprobiert, verschiedene Stellen durchprobiert, also Stellen, die förmlich nach Fisch riechen. Gute Zanderstellen, Barstellen, diese engen Kanäle. Wir haben mit Silikon gefischt, wir haben mit Wobblern gefischt, mit Spoons habe ich sogar probiert auf Döbel. Es geht einfach gar nichts. Man muss auch sehr, sehr viel laufen hier, weil du kommst nicht überall dran. Du musst viele Stellen einfach umlaufen, also die in der Stadt auf jeden Fall. Da ist alles gesperrt, Privatgelände und so weiter. Ja, und es ist ziemlich überlaufen. Wie gesagt, 80 Teilnehmer. Auf jeden Fall war jemand schon da, wo du hin willst. Ja, deswegen, wir machen jetzt noch den Tag zu Ende. Die Hoffnung ist eigentlich nicht mehr da, dass wir noch überhaupt was Wertverwertbares fangen können. Deswegen fischen wir jetzt recht entspannt, machen uns keinen Druck. Und naja, ein Versuch war es wert. Aber wie man sieht, die Jahreszeit ist nicht gerade sehr passend. Ihr könnt auch mal schauen, kurz in meine Kiste, was ich alles dabei habe. Also was die Köder angeht, mir mangelt eigentlich an nichts. Ich habe Haufen Crankbaits, tieflaufende, flachlaufende Crankbaits, eine ganze Kiste voll. Ich habe 4 Kisten voll mit Wobblern, ich habe 2 Kisten mit Silikonködern,
verschiedenste Modelle. Also ich habe auch kleine Schaufelschwänze dabei, ich habe Twister dabei, ich habe also solche Schaufelschwänze, Twister, kleine Krebse, kleine Larven, Kreaturen, habe ich alles Mögliche durchprobiert, Freunde. Einfach. Vielleicht haben wir auch einfach Pech, man kann es nie wissen. Pech ist auch so ein Faktor. Einfach kein Glück haben. Ja, sehr, sehr schade, aber so ist Angeln. Freunde, schaut mal, was für Grundeln es hier gibt. Alter Verwalter. Das nenne ich mal Kavenzmann. Ja, wenn du davon 10 Stück hast, hast du schon eine schöne Mahlzeit zusammen. Handlang. Richtig schöne. Lassen wir mal frei. Hier ist Catch and Release erlaubt. Jo, schön mit dem Kopf eingetaucht, wie im Bilderbuch. Sehr geil. Jetzt probieren wir noch mal einen zu fangen. Und zwar auf so einen kleinen Krebs. Kleiner Krebs von Select. Ja, der kleine. Und ich sag mal so, wenn ihr im Metz seid und diese Größe benutzt, dann habt ihr auf jeden Fall einen vollen Eimer Grundeln am Ende des Tages. Das geht sehr schnell. Jawohl. So kann man sich die Turnierzeit auch treiben lassen. Einfach Grundeln fischen. Ein Mecker für jeden Mikrojigger. Oder Nanojigger. Genau, hier müssen wir einmal ein Grundelturnier veranstalten. Nur Kunstköder. Am Ende wird gewogen. Weil wenn du die Stückzahl zählen solltest, dann bleibst du den ganzen Tag da bei jedem Teilnehmer. Das wäre doch was, ein Grundelturnier. Wow. Also die Bisse sind richtig hart. Hast du? Ja, da kommt die nächste. Wunderschöne Grundel. Jawohl, Petri. Die nächste fette Grundel. Junge, Junge. Richtig schöne. Zeig sie mal. So, Freunde, die Veranstaltung World Street Fishing 2023 ist vorbei. Wir sind schon seit einigen Tagen zu Hause. Es ist vielleicht circa eine Woche vergangen. Ja, und ich möchte jetzt eigentlich so ein Feedback geben zu diesem Event. Was mir gefallen hat, was mir jetzt nicht so gefallen hat. Und natürlich, ich sag mal, meine Vorstellungen oder die Vorstellung allgemein, ob sich das Ganze lohnt, an so einem Event teilzunehmen. Ich sag mal so, es ist eine schöne Veranstaltung, eine gut organisierte Veranstaltung, die auch mit moderner Technologie arbeitet. Man muss zum Beispiel die Fische jetzt nicht mehr mit einem gegnerischen Team registrieren, also die Wertung sozusagen machen, sondern man kann das Ganze jetzt richtig schön bequem mit einer App machen, was natürlich viel Zeit spart. Man macht einfach ein paar Fotos, so wie jetzt in dem Video vorher gezeigt. Man macht ein Foto vom Fisch und macht ein Foto von sich selbst mit dem Fisch sozusagen auf dem Lineal und kann das Ganze abschicken und das geht dann sofort in die Live-Wertung. Das heißt, man kann live in der App schauen, wer gerade wo ist, ja, in der Position, wer was gefangen hat. Was natürlich sehr cool ist. Also die ganze Veranstaltung, ich sag mal, das ganze Feeling, die Atmosphäre dort ist richtig schön, das macht auch Spaß. Die Leute sind freundlich, ja, man hat so einen richtigen kollegialen Zusammenhalt, weil man natürlich mit seinen Gleichgesinnten fischt. Man hilft sich auch gegenseitig, was auch richtig schön ist. Man diskutiert auch aus. Also es gibt wenig Geheimnistuerei, ja, was die Köder angeht und so weiter. Man versucht sich trotzdem natürlich irgendwie zu helfen, damit jeder auch was fängt. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Wir haben verschiedene Teams kennengelernt. Wir haben ein paar coole Jungs kennengelernt bei uns hier aus der Gegend. Wir wussten gar nicht, dass die auch hier leben in der Gegend bei uns. Aber das hat auch richtig Spaß gemacht, ja, miteinander zu kommunizieren. Ja, was das Event selbst angeht, ich sag mal so, Freunde, jetzt kommt die bittere Wahrheit. Es ist keine einfache Veranstaltung oder das Fischen in Metz, jetzt, ja, wo wir waren, ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Für uns war klar, dass wir zum Beispiel
eine Erfahrung haben müssen an diesem Gewässer. Ja, also es hat sich auch gezeigt, die Leute, die gewonnen haben und gute Plätze belegt haben, überwiegend, die haben schon mal im Netz gefischt oder mehrmals im Netz gefischt. Also ihr braucht eine gute Gewässerkenntnis für den Veranstaltungsort in erster Linie. Ihr müsst gut ausgestattet sein mit den Ködern, verschiedenste Köder dabei haben, also nicht nur eine kleine Sammlung, sondern sozusagen also alles, was fangen könnte an diesem Tag, müsst ihr schon mitnehmen. Ja, weil man weiß es nie, man kann falsche Köder mitnehmen und im Endeffekt nichts fangen. Und es ist auch so, dass man sehr dynamisch fischen muss. Es ist kein entspanntes Angeln, wo man chillig, locker durch die Gegend schlendert, ja, und ja, meint, man fängt schon so ein oder zwei Fische. Es ist leider nicht so, es ist sehr dynamisch, es ist sehr anstrengend. Gerade an diesen Tagen mit dem Wetter war es auch unheimlich schwer zu fischen, nämlich 30 Grad fast Hitze, zwei Tage lang mit hohem Luftdruck. Und natürlich wurden Fische gefangen, aber es sind keine Massenfänge gewesen. Ja. Ihr müsst euch auch vorstellen, der erste Platz hat in zwei Tagen nur zwei Wertungsfische fangen können, ja, die er dann in die Wertung gegeben hat und somit den ersten Platz gemacht hat. Ja. Natürlich wurden auch viele kleinere Fische gefangen, die nicht gewertet werden könnten, aber es ist kein Massenfang. Ja. Es ist nicht so, dass ihr da hinkommt und erstmal 20 Barsche in einer halben Stunde fängt. Es kann sein, dass ihr nur einen guten Barsch an einem Tag fängt oder einen guten Hecht oder vielleicht einen Rapfen oder Dübel, also alles, was in die Wertung geht. Es ist auf jeden Fall wert, das Ganze zu besuchen. Die Kritik von mir aus zum Beispiel, man könnte vielleicht die Zeiten, die Angelzeiten auf eine andere Jahreszeit legen. Also diese Turnierveranstaltung sollte vielleicht nicht im höchsten Sommer stattfinden, also nicht in den wärmsten Jahreszeiten, vielleicht lieber im Frühling oder im Herbst. Also ich tendiere mehr zum Herbst, weil sonst hat man nämlich diese Situation. Es ist sauheiß, richtig viel Luftdruck, die Wasserstände sind eher niedrig, das Wasser ist erhitzt, es blüht viel Alge und alle möglichen Schwebeteilchen. Es gibt Haufen Kleinfische, also frisch geschlüpfte Kleinfische, auch Brutfische, alles voll damit. Und in diesen Konditionen soll man Fische fangen oder gut fangen können. Das ist ein bisschen schwer mit der Jahreszeit gewesen jetzt für diese Veranstaltung. Ja, ansonsten müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr an sowas teilnimmt, dass ihr auch mal nichts fängt. Oder so wie es bei uns war, nur kleine Fische fängt. Fische, die man nicht werten kann. Auch gut ist es, wenn man mit mindestens einem Teamkollegen arbeitet. Man kann natürlich auch alleine teilnehmen an der World Predator Classic Street Fishing Veranstaltung. Aber es ist besser, wenn ihr ein Team oder vielleicht drei, vier Teams habt, also a zwei Leute. Dann kann man sich nämlich richtig schön aufteilen in verschiedene Gebiete und kann nämlich auch miteinander kommunizieren und schauen, welche Köder funktionieren, welche Stellen funktionieren und so weiter. Wir waren nur zu zweit, wir sind auch immer zu zweit gelaufen und es ist schwer, wenn man sich zum Beispiel ein Gebiet ausgesucht hat und die andere Hälfte vom Gebiet, also von dieser Angelzone, außer Acht gelassen hat, dann hat man im Endeffekt eine 50-50 Chance, dass man sozusagen an dem falschen Ort fischt und die andere Stelle einfach außer Acht lässt, da wo es vielleicht besser gelaufen ist. Aber so ist es leider bei solchen Events, man hat ein großes Gebiet, also eine große Zone, wo man fischen darf, und wenn man alleine oder nur zu zweit ist, kann man leider nicht überall fischen. Ja. Wenn ihr natürlich auch mehr Informationen braucht über diese Veranstaltung, über das World Street Fishing Event, ich kann euch helfen. Schreibt mich einfach persönlich an bei Facebook oder bei Instagram und ich kann euch Informationen geben, wie das Ganze mit dem Registrieren funktioniert. Es ist eigentlich auch einfach auf der Website, auf der offiziellen Website erklärt, aber es gibt da so ein paar kleine Nuancen. Deswegen kann ich euch helfen mit der Registrierung, was das Ganze kostet und vielleicht ein paar Tipps zum Fischen geben. Ich habe jetzt bei Metz, also in Metz mitgefischt und auch in Helle-Voist-Lus heißt, glaube ich, die Stadt in den Niederlanden. Das war jetzt meine dritte Veranstaltung von der World Street Fishing und ja, ich kann euch schon ein paar Tipps geben. Ja, Freunde, so ist das Feedback zum Event und ansonsten haben wir auch was überlegt für euch, zusammen mit den zwei Shops, die ich unterstütze. Einmal den Fisch mit DE Shop und einmal Black Storm Fishing. Wir haben uns da nämlich was überlegt, zusammen mit meinen Teamkollegen, mit denen ich gefischt habe, an der World Street Fishing 23. Verlosen wir euch nämlich diese hübschen Kappen von Quantum. Wir haben zwei Stück davon.
Ja, wir sind noch ganz neu, mit Etikett sogar. Diese zwei hübschen Karten verlosen wir auf jeden Fall für euch. Dann hat Blackstone Fishing handgemachte Gummiköder zur Verfügung gestellt. Also es sind nur ein paar von den ganzen, die ich gekriegt habe. Da werde ich euch mal so kleine Mixe zusammenstellen mit verschiedenen Ködermodellen, Köderfarben. Ja, gerade zum Zanderbar Schächtfischen, richtig coole Köder, alles Handarbeit. Und zudem verlosen wir natürlich auch zwei Chatterbaits, die wir jetzt gekriegt haben bei der Veranstaltung, als Preise. Ein paar Köder noch von mir, von Blacksome Fishing und auch mit der Unterstützung von fishmit.de. Die Links zu den Shops findet ihr unter jedem meiner Videos jeweils. Und ich sag mal so, es werden zwei Gewinner diesmal sein. Also ich werde zwei Pakete zur Verfügung stellen, weil wir haben auch als Team mit zwei Leuten gefischt, haben deswegen auch zwei Karten gekriegt und jeweils zwei Geschenke. Und deswegen werden auch zwei Leute eine Chance haben, was zu gewinnen diesmal. Und ihr könnt einfach teilnehmen, indem ihr unter diesem Video einen Kommentar da lässt. Also es gilt nur ein Kommentar pro Teilnehmer. Ja. Ich werde auch zweite, dritte, vierte, fünfte Kommentare aussortieren. Ich kann nämlich das Ganze machen. Also ein Kommentar pro Teilnehmer. Schreibt einfach irgendwas. Am besten irgendwas Positives. Keiner mag negative Sachen. Natürlich könnt ihr auch Kritik schreiben, vielleicht habt ihr gesehen, was wir falsch gemacht haben, da freue ich mich natürlich auch drauf. Aber bitte, wer teilnehmen möchte, nur einen Kommentar. Und wie gesagt, es werden zwei Geschenkpakete verlost, also zwei Leute von euch können etwas gewinnen. Ja, Freunde, und ich verlose das Ganze einfach in einem Randomizer, das heißt, es wird per Zufallsprinzip ein Kommentar rausgepickt, der unter diesem Video steht. Ja, Freunde, ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen, dieses fischleere, aber vielleicht interessantes Video. Wie gesagt, wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Wir haben viel dazu gelernt. Vielleicht das nächste Mal machen wir es besser. Ja, Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar für die Teilnahme an unserem Gewinnspiel. Und vergiss nicht zu abonnieren, wenn ihr nicht abonniert habt, das kleine Glöckchen aktivieren, denn dann bekommt ihr Benachrichtigungen, wenn ein neues Video rauskommt. Ich verabschiede mich und wir sehen uns das nächste Mal nicht in Frankreich, aber irgendwo am Wasser.